Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 113. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Hinsichtlich der Tagesordnung darf ich auf Folgendes hinweisen. Eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD zum Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Bildung von Gremien zur Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung, Drucksache 209199. Weiterhin eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktion Die Linke, ebenfalls zum soeben erwähnten Gesetzentwurf, Drucksache 209202. Noch eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend attraktive, bezahlbare und sichere Mobilität ist das Ziel der hessischen Verkehrspolitik, Drucksache 209203. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag Top 105 und kann, wenn jetzt niemand widerspricht, zusammen mit Top 67, dem Setzpunkt der SPD, aufgerufen werden. Aber ich sehe schon, Frau Dr. Sommer meldet sich. Frau Dr. Sommer, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Nein, das ist alles so im Einvernehmen. Aber als SPD-Fraktion würden wir gerne Top 19, Drucksache 8504 aus 20 zu 83, 83 zu 20 noch mal schieben. Ja, dann Herr Frömmrich hat sich gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, das können wir noch mal machen. Wir haben es ja in der PGF-Runde auch schon mal besprochen, aber das haben wir jetzt schon zum dritten Mal geschoben. Jetzt müssten wir es mal so platzieren, dass wir es dann auch diskutieren und abschließen. Es geht um das Wahlalter 16. Okay, dann verfahren wir so. Dann vielen Dank schon mal für den Hinweis. Und wir nehmen mit, dass es dann vielleicht wieder noch mal besprechen, wo es dann zukünftig platziert wird. Prima. Dann noch eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Demokratie und Freiheit in Europa. In der Ukraine werden sie verteidigt. Drucksache 209204. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 16 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 68, dem Setzpunkt von Bündnis 90 Die Grünen, aufgerufen werden. Die antragstellende Fraktion hat mir hierzu mitgeteilt, dass dieser dringliche Antrag nach der heutigen Beratung direkt abgestimmt werden soll. Eine Ausschussüberweisung ist nicht gewünscht. Dann werden wir entsprechend verfahren. Weiter eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der AfD betreffend Freiheit statt Bevormundung. Hessische Bürger brauchen keine Umerziehung im Sinne der Verkehrswende. Drucksache 209206. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 107 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 67, dem Setzpunkt der SPD, aufgerufen werden. Weiter eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der AfD betreffend Studie über Kausalzusammenhang Corona-Impfung, Anstieg von Totgeburten, Drucksache 209207. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 108 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 21 der Mitteilung der Landesregierung zu Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgerufen und direkt abgestimmt werden. Noch eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der AfD betreffend Verlängerung der Laufzeiten Kernkraftwerke, Drucksache 209208. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 109 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 68, dem Setzpunkt von Bündnis 90, die Grünen aufgerufen werden. Nein? Okay. Da sprechen jetzt die Grünen. Dann würden wir darüber jetzt abstimmen. Dann darf ich fragen, wer dafür ist, dass wir das zusammen aufrufen. Das ist die AfD. Wer ist dagegen? Das ist das Rest des Hauses. Damit wird es nicht zusammen aufgerufen. Dann wird es hinten auf die Tagesordnung eingereiht. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute voraussichtlich bis 19.45 Uhr. Vorgesehen ist eine zweistündige Mittagspause. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 64, das ist der Setzpunkt der Fraktion der CDU, Drucksache 209136. Und zunächst darf ich noch ein paar organisatorische Hinweise geben. Gemeinsam mit der hessischen Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Frau Staatsministerin Priska Hinz, werde ich heute Abend im Anschluss
an die Plenarsitzung vor dem Plenargebäude, das ist der Eingang Grabenstraße, die Erntekrone von der Hessischen Landjugend entgegennehmen. Wir freuen uns auch. Und auch das heutige Spiel der Fußballmannschaft des Hessischen Landtags darf ich Sie noch mal aufmerksam machen. Es ist nämlich was ganz Besonderes. Es handelt sich um das einzige Spiel unserer Mannschaft in diesem Jahr 2022. Das wird heute Abend um 19.30 Uhr gegen eine Live-Übertragung wird gefordert. Da ist ja zeitgleich die Erntekrone, das geht nicht. Wird heute Abend gegen eine Politikelf des Kreises Groß-Gerau und Gustavsburg antreten. Und ich möchte ausdrücklich betonen, ich möchte die Mannschaft jetzt nicht unter Druck setzen. Aber ich würde sagen, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, was die Tore angeht. Also möglichst ins gegnerische Tor. Und wir sind ganz gespannt, was wir dann morgen hier für einen Bericht erhalten und drücken ganz fest die Daumen für heute Abend. Hinweisen möchte ich dann noch wie gewohnt auf die zusätzlich angebotenen Corona-Schnelltestungen, die morgen früh von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Raum 122 durchgeführt werden. Dann kommen wir zum Thema Entschuldigungen. Heute fehlen ganztägig der Abgeordnete Taylan Burcu, der Abgeordnete Arno Enners, der Abgeordnete Ismail Tippi, der Abgeordnete Heiko Kasseckert, die Abgeordnete Heidemarie Scheuch-Fatschkewitz, Herr Staatsminister Axel Wintermeyer, Herr Stefan Müller und Frau Miriam Dahlke. Außerdem Frau Staatsministerin Angela Dorn von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Und ich darf fragen, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Herr Bellino, Sie haben das Wort. Ich darf Frau Funken noch entschuldigen. Die ist leider immer noch positiv getestet und ich bin abgelenkt worden. Ich weiß nicht, ob Sie die Kollegen Kasseckert und Tibi entschuldigt haben. Okay, danke. Ja, Herr Bellino, dann nehmen wir gerne Frau Funken noch auf. An dieser Stelle vom ganzen Haus an diejenigen, die auch erkrankt sind, gute Besserung. Ich frage, gibt es noch weitere Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir auch heute wieder zu erfreulichen Ereignissen. Ich darf im Namen des ganzen Hauses dem heutigen, wir haben heute zwei Geburtstagskinder und darf zunächst ganz herzlich... Ich habe schon gerade gesucht, wo ist der liebe Abgeordnete Felix Martin und das Geburtstagskind sitzt neben mir. Ich habe ihn deswegen dort hinten gesucht, weil wir eben schon uns dort hinten getroffen haben. Also der liebe Felix Martin wird heute 27 Jahre alt und wir gratulieren ganz herzlich. Ein junges Alter und nichtsdestotrotz gab es heute schon die obligatorische Flasche Wein. Und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Und dann dürfen wir heute auch noch ganz herzlich dem Vizepräsidenten Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn gratulieren. Ich werde die Gratulation nachher nachholen. Er hatte mir mitgeteilt, dass er sich heute aufgrund des Geburtstages ein paar Minuten verspätet. Ich glaube, dafür haben wir alle Verständnis und gratulieren aber an dieser Stelle auch schon mal ganz herzlich. So, damit sind wir jetzt am Ende der amtlichen Mitteilung angekommen.